So, diesmal haben wir kein Fussel. Oder doch, hier. Da ist schon wieder ein Fussel. Da, guck mal. Das letzte Video komplett mit Fussel gemacht. Durftet ihr dann schön 3 Videos gucken. So, falls ich wieder ein Fussel habe, dann soll es so sein. Was geht? Cory hier. Und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen. Der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wenn nicht, kann ich euch auch nicht helfen. Ich war jetzt lange weg. Also für euch habe ich nur eine Woche, also letzte Woche, kein Video hochgeladen. Aber für mich bin ich, glaube ich, schon 2 Monate oder 3 Monate nicht mehr vor der Kamera so gewesen. Denn ich bin Vater geworden und habe die Zeit nicht gefunden und finde sie immer noch nicht wirklich. Denn wir haben nur eine kleine, oder wir haben eine große Wohnung, aber nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das heißt, ja, eigentlich spielt sich alles hier ab. Und deshalb kann ich ja meine Frau und das Kind nicht einfach rausschicken und sagen, ich muss ein Video drehen. Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, schicke ich meine Frau einfach raus, denn ich muss ein Video drehen. Und Spaß, sie haben sich eh hingelegt, also habe ich jetzt kurz ein paar Minuten Zeit, um euch das Wort weiterzugeben. Aber bevor wir anfangen, möchte ich einfach beten, dass Gott mir die richtigen Worte gibt, denn ich konnte mich nicht sehr gut vorbereiten. Herr Vater, ich danke dir so sehr für diesen heutigen Tag, ich danke dir so sehr für die Kamera, für das Mikrofon, für alles, was die du mir einfach geschenkt hast, dass ich das Wort weitergeben kann, Herr. Ich bitte dich, dass du meine Worte lenkst und dass du diese Zeit jetzt lenkst. Und dass du jeden Einzelnen, der zuhört, ja etwas in deren Herzen einpflanzt, das zu deiner Erkenntnis und zu deiner Liebe wird, Herr. Amen. Wir haben bis jetzt Markus 1 bis 9 durchgemacht. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, ihr könnt alle Videos nachschauen. Ich habe eine Playlist unten in der Beschreibung, auf meinem Video, auf meinem Channel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen muss, weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe. Wie auch immer, verzeiht mir. Wir starten direkt ein, bevor ich noch mehr rede, was ich ja schon gemacht habe. Und wie geht das nochmal? Klicken wir hier drauf. Perfekt. Und lesen wir über Ehe und Ehescheidung. Oh je, das Wort, das gibt's gar nicht bei uns in der Ehe. Ehescheidung kommt gar nicht in unseren Mund. Vers 1. Dann verließ Jesus Kapernaum. Ah, ist das so besser, wenn ich es so mache? Dann muss ich doch Licht da lesen. Dann verließ Jesus Kapernaum und ging nach Süden in das Gebiet von Judäa und in die Gegend östlich des Jordans. Wieder versammelten sich die Menschen um ihn. Und wie immer lehrte er sie. Einige Pharisäer kamen und fragten, um ihn damit auf die Probe zu stellen, darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Was hat Mose über die Scheidung gesagt? Fragte sie Jesus. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie. Er hat gesagt, ein Mann braucht seine Frau nur einen offiziellen Scheidungsbrief auszustellen und dürfe sie dann fortschicken. 5. Mose 24, Vers 1. Dann entgegnete Jesus, nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. 1. Mose 2, Vers 24. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Als er später mit seinen Jüngern alleine im Haus war, fragten sie ihm erneut danach. Er sagte ihnen, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Kurze Zusammenfassung. Wie wir ja immer haben, Jesus geht irgendwo hin, lehrt, Pharisäer sind da, Schriftgelehrte sind da und dadurch, dass wir schon an dem Punkt sind, wo sie wirklich Jesus hassen,
wissen wir, dass alle ihre Fragen keine ernstzunehmenden Fragen mehr sind, sondern sind Trickfragen. Und wir lesen das auch im Vers 2 schon. Da heißt es, sie fragen es nur, um ihn damit auf die Probe zu stellen. Deshalb nimmt er diese Situation natürlich auch immer, um eine Lehre daraus zu schließen. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, ja, Mose hat es erlaubt, also er hat zurückgefragt, so, was hat Mose gemacht? Und dann hat er es erklärt, er hat gesagt, ja, Mose hat euch die Erlaubnis gegeben, eine Frau zu scheiden, aber das war niemals Gottes Wille. Er hat das nur gemacht, weil eure Herzen so hart waren. Aber es war nicht sein Wille. Und so ist es mit vielem heute. Mit vielem heute, und das ist das, was vielen nicht verstanden wird, wenn es um das Thema Gesetz geht zum Beispiel. Ob wir noch unter das Gesetz sind und so, und weil da stehen Sachen drin. Und viele Sachen, oder es gibt immer mal Sachen, die zwar im Gesetz drin standen, aber eigentlich nicht Gottes Wille waren. Zum Beispiel viele Sachen, die die damals gemacht haben, waren, dass sie mehrere Frauen hatten. Gott hat das geduldet, aber es war niemals Gottes Wille. Gottes Wille war ein Mann, eine Frau. Und dann sehen wir hier weiter, dass eigentlich der Gedanke ist, wenn Mann und Frau eins geworden sind und geheiratet haben, sollten die sich nicht mehr trennen. Niemand sollte sie mehr trennen. Und wenn die sich trennen und jemand anderes suchen, dann begehen sie Ehebruch und sündigen damit. Das ist natürlich ein Thema für sich, ein Thema, wo man tiefer drauf eingehen kann. Aber es gibt natürlich Ausnahmen oder es gibt natürlich Situationen, die man halt die anders sehen. Wenn der Mann die Frau zusammenschlägt und die Frau kann einfach nicht mehr mit ihm zusammenbleiben und dann trennen die sich und scheiden sich und irgendwann findet aber die Frau jemand anderes. Ich glaube, hier geht es nicht um ein, und das ist ja immer bei Gott so, es geht ja nicht um streng Regeln befolgen, sondern es geht ja um deren Herz. Und damals, als Mose die Anweisung gegeben hat, war ja deren Herz einfach verstockt. Die haben Frauen geheiratet und wenn sie keine Lust mehr drauf hatten, dann haben sie sich einfach geschieden und haben gefragt, hey, wie machen wir das? Und Mose hat dann eine Anweisung gegeben, ja, so und so und so machen das. Aber das war ja nur, weil deren Herz so verschlossen war, so falsch war, dass das überhaupt geduldet wurde. Aber eigentlich sollte es nicht sein, aber mit Ausnahmen ist es natürlich möglich. Ich sage das, weil wir in der Gemeinde auch schon häufig das Thema hatten, so dieses Scheiden sollte man sollte sich niemals scheiden. Und klar, ich stehe dahinter, man sollte sich niemals scheiden, man sollte bis zum letzten Tag es probieren. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen bei Gewalt und sonst so weiter. Und oder Ehebruch zum Beispiel, also jemand gibt fremd und so, das steht auch im Neuen Testament sogar. Und genau, es gibt Ausnahmen. Darum geht es ja bei Jesus immer um den Gedanken und nicht um strikte Regeln oder stumpf Regeln zu befolgen. Okay, machen wir noch ein paar Verse, bevor wir dieses Video beenden. Und zwar, Jesus segnet die Kinder. Ab Vers 13. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Kurze Zusammenfassung, da sollten Kinder gesegnet werden und die Pharisäer, warum auch immer, sie hatten natürlich wahrscheinlich ihre Gründe, aber falsche Gründe, wollten die Eltern daran hindern, dass sie ihre Kinder dahin schicken, um gesegnet zu werden.
Und wir sehen, dass die Jünger das schon häufiger gemacht haben, also in anderen Situationen wollten sie jemanden daran hindern, Gottes Wort zu verbreiten, weil sie nicht zu ihrer Gruppe gehörten. Jetzt wieder sehen wir, dass sie immer irgendwas versuchen richtig zu machen, aber es ist im Endeffekt nicht richtig machen. Und Jesus sagt, hey, das Reich Gottes ist genau gefüllt. Das ist gefüllt oder es wird gefüllt mit diesen Menschen. Er sagt, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie diesen. Also was? Wie Kindern. Weil Kinder viel mehr Vertrauen haben. Kinder nehmen ein Geschenk an und freuen sich dann. Vielleicht, weil sie unschuldig sind. Vielleicht, weil sie Vertrauen haben. Oder weil sie Geschenke annehmen, und sich darüber freuen. Und so ist es ja auch, so sollten wir ja auch alles sein. Wir sollten die Geschenke, die Gott uns gibt, also das ewige Leben, was er uns ja schenkt, einfach dankend erstmal annehmen, bevor wir alles hinterfragen und irgendwie sowas. Sondern wir können das Geschenk doch erstmal annehmen. Was ist so besonders an den Kindern? So, ja, sie sind so unschuldig, sie sind so, sie vertrauen und sie glauben und ich denke, da gibt es noch sicherlich mehr, sie sind anhänglich und. Also gibt es sicherlich noch mehr Punkte, aber wie gesagt, ich konnte mich nicht ganz gut vorbereiten für dieses Video, aber ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem geholfen für die ersten 16 Verse, die wir gelesen haben. Nächste Woche machen wir weiter ab Vers 17. Falls ihr Fragen habt, falls ich irgendwas rausgelassen habe, schreibt es mir noch unten in die Kommentare. Und wenn ich euch zu schnell geredet habe, geht es nur darum, weil ich wirklich wenig Zeit jetzt habe, um dieses Video zu drehen. Und deshalb ist in meinem Kopf, glaube ich, sag alles schnell. Ist mir gerade so aufgefallen, dass ich ein bisschen schnell rede. Aber ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wenn nicht, wie gesagt, schreibt mir die Fragen unten in die Kommentare. Ich beantworte sie. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Wir haben jetzt hier noch die Playlist von allen Markus Evangelien Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und auf dieser Seite ist ein anderes cooles Video, was ihr euch gerne anschauen könnt.